Guten Abend, mein Name ist Senta Schreinemakers. Ich verkünde die Ausrichten des Wahrheitsministeriums. Wir begrüßen heute viele Gäste und der Tag steht unter dem Motto: Sag nicht nein, sag ja. Das Wahrheitsministerium übermittelt ein frohes und neues Jahr 2011. 2011 sagt ja für das Erreichte. Sagt ja für das Kommende, sagt ja für die Ewigkeit. Unser erster Gast ist Frau Claudia Roth. Auch sie will einmal ja sagen. Ich sage ja, mir gefällt Sonne, Mond und Sterne, mir gefällt Wasser, Wind und Kichererbsen. Ich sage ja zum Wahrheitsministerium und ich freue mich auf die nächste Wagner-Oper. Dazu sage ich noch einmal, ja, ja. Den nächsten Gast heiße ich besonders willkommen, weil es nicht selbstverständlich ist, dass er hier sein kann. Es ist Herr Philipp Scheidemann. Regen Sie Ihre Hände und spenden Sie ihm einen Applaus. Arbeiter und Soldaten, seid euch der geschichtlichen Bedeutung dieses Tages bewusst. Unerhört, es ist geschehen. Große und unübersehbare Arbeit steht uns bevor. Alles für das Volk, alles durch das Volk. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik und das Wahrheitsministerium. Wir sagen ja, wir haben immer ja gesagt. Wir haben immer ja gesagt. Die SPD war nie eine Partei des Neins. Also sagen wir heute ja. Wir begrüßen als nächstes den Ja-Sager, Herrn Günther Wallraff. Ich bin gerade dabei, meine neue Rolle vorzubereiten. Etwas ganz Neues, undercover unterwegs, als Türke Ali. Und diese Rolle wird mich an die Grenzen meiner bisherigen Belastbarkeit überhaupt führen. Und ich weiß nicht, ob ich nicht als ganz neuer Mensch oder als neuer Mitbürger da herauskomme. Aber ich sage ja zum Wahrheitsministerium. Unbedingt ja. Unser nächster Ja-Sager heißt Hagen Rether. Wir heißen ihn herzlich willkommen. Menschenskind, hör mal, ey. Also, jetzt geht das so richtig los. Erst fahren sie uns die Atomkraft hoch und dann wollen sie alle, die ein bisschen anders aussehen, als sie selbst kontrollieren. Am Flughafen. So eine Schweinerei. Also, da bin ich wirklich der Erste, der sagt, das Wahrheitsministerium voran. Ja, ja und nochmal ja. Damit das aufhört. Das ist wirklich die letzte Chance, die wir noch haben. Freundschaft. Über unseren nächsten Gast freue ich mich besonders, was man mir hoffentlich ansieht. Hier ist alles schwarzer. Es gibt nur eine Ausnahme, das ist diese weiße Katze hier, die wir jetzt erst einmal rauswerfen müssen. Ja, hier ist auch die Emma, ja. Ich habe ja gerade noch gefehlt, ja, ja, ja. Und das will ich euch als erstes sagen. Es gibt ja viele Frauen, die verstehen doch immer unter Liebe die Hingabe an einen Mann. Das geht nicht, da müssen wir Nein sagen. Aber sonst sagen wir ja, ja zum Wahrheitsministerium. Niemand hat das wohl so wie ich gewünscht und begrüßt. Dieses Wahrheitsministerium. Meine Freundin, die sind mir doch weit gekommen, ganz weit, ja. Ja. Nun kommt unser Stargast. Er war schon in allen einschlägigen Talk- und Personality-Shows und wurde zum Migrant des Jahrzehnts ausgezeichnet. Mr. Adolfo Odinga. Über allen Gipfeln ist Ruhe.
In allen Wipfeln spürst du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde. Warte nur, bald ruhest du auch. Auch ich sage ja. Ja, ja. Das waren die Silvestergrußworte 2011. Das Wahrheitsministerium bedankt sich bei den Mitwirkenden. Und denken auch Sie immer daran, was immer Sie tun, sagen Sie ja. Das war Senta Schreinemakers mit den Ausrechten. Ach, was ist eigentlich mit mir? Werde ich nicht begrüßt? Ich will sofort die Kanzlerin sprechen, muss die Kanzlerin. Außerdem muss ich mal wieder zum Friseur. Es ist ja wirklich unerträglich. Puh. Meine Güte, meine Güte. Jetzt langt's aber wirklich für heute.